soll bitte, wenn er bei uns auf dem Gelände ist, unverzüglich zu seinem Fahrzeug kommen. Die Bewohnerin muss dringend weg. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. No, it's your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. Freunde, was geht ab? Ja, man, heute sind wir auf dem Weg, mal nicht zum Motocross fahren, sondern zum Motocross zuschauen. Nach Scheidheim gehen wir heute zu DM. Ja? Jetzt denken sich manche, warum fahre ich da nicht? Ja. Habe ich einfach keine Lust drauf, weil die zerstören mich da eh alle. Und jetzt fängt es auch noch an zu schneien und da habe ich echt, wollte ich mir nicht geben. Ja, ja, habe ich mir gedacht, ich gehe eh zuschauen, so, ja, weil es ein cooles Event ist. Und da habe ich mir gedacht, ja komm, mache ich ein paar Aufnahmen, eine coole Edit für euch. Und ja, Mann. Deshalb würde ich sagen, viel Spaß in diesem Video hiermit, was wahrscheinlich nicht so lang sein wird, aber ich hoffe, euch gefällt es trotzdem. Woo! Let's go, Alter! Ja. Aber wie fährst du hier? Schön, ich fahr schön. Boah, die Motorradfahrer, überleg mal, das Fett pisst, die fahren, laufen hoch. Aber die Motorradfahrer, ey! Das pisst und die laufen da hoch und es pisst oben, dann sind die Moped-Bikes nass und die müssen wieder runterlaufen, dann sind sie komplett nass und dann müssen sie noch in der kompletten Messe heimfahren. Solche Opfer! Ja und du stehst auf der Wiese, kommst nicht mehr raus. Doch. Nein, doch. Ich hab... Warum hörst du eigentlich immer auf, wenn ich irgendwie rede? Ja, weil du normalerweise irgendwie so viel erzählst und dann irgendwie so. Da fährst du auch mal normal hier, ich sag mal. Ja, bist du jetzt fertig also, mit reden? Was ich sagen wollte noch, wir haben ja auch, wie heißt das, Schneeketten. Wenn wir nicht mehr rauskommen sollten, dann... Wir haben Schneeketten. Wir haben Schneeketten. Wir haben Schneeketten. Ja. Sind das dein Auto oder was? Mein Auto, ja. Siehst du doch, wie ich meinen Arm hier halte. Wie ein Babbo. Bist du jetzt fertig mit reden, oder? Jetzt bin ich fertig, jetzt kann ich ausmachen. All the pressure blinded me, but now I see I'm no different from the rest. You said I'd fly away.
Fahrzeug zu fahren. Eine Cap. Wir fahren jetzt wieder heim. Waren coole Rennen. Ja, Sidecar hat mich jetzt nicht so angefixt. Ja, ich bin ja Motocrossler, ne? Aber ja, war auf jeden Fall auch krasse Rennen bei der Open. Haben sich ganz schön fette Battles gegeben. Die Strecke war richtig ausgefranst und ausgefahren, aber war Werksboden. Aber gerade weil es Werksboden war, war es halt extremst ausgefahren. Ja, richtig rillig. Mega die Schlag- und Bremslayer und was weiß ich. Einfach, Alter, das gibt's nicht. Ja, also ich hätte jetzt tatsächlich nicht so krass Bock gehabt, da ein Rennen zu fahren. Ja. Vor allem nicht bei so einer Klasse. Boah, leck mich. Ich hoffe, euch hat dieses etwas kürzere Video diesmal gefallen. Ich bin ja dieses Wochenende jetzt auch nicht gefahren. Oder es ist auch nicht, bin dieses Wochenende nicht gefahren. Deswegen habe ich mir gedacht, mach ich euch mal ein schönes Video jetzt. Oh, lecko mio, das ist ein Porsche. Deswegen muss ich jetzt ein bisschen. Ja. Ja, jedenfalls würde ich sagen, sehen wir uns. Ah ja, nee, erstmal lasst ein Like und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche Dienstag um 20 Uhr wieder. Wie jede Woche, Freunde, ihr wisst Bescheid. Also bis dahin, Freunde, haut rein und ciao!